Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide, Schrägstrich Rezepte-Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein weiteres kleines Secret hier aus Naxxramas. Und dazu haben wir einen Erfolg, der schimpft sich Wilhelm das Geschäft vermiesen. Und was müssen wir dafür machen? Bringt alle in Naxxramas gefundenen Notizen zu Omarion zurück. Und das sind, wie ihr seht, einige. Die werden wir uns jetzt gleich besorgen. Und zusätzlich, wenn wir das machen, können wir nämlich bei einem Händler Rezepte freischalten. Das sind hier einige. Das ist das alte Frost-Resi-Set aus Classic. Und die Teile können wir dann auch craften. Ihr seht, so sieht das Zeug aus. Gibt den einen oder anderen, der das vielleicht auch haben will, könnt ihr dann auch vielleicht so ganz gut Gold machen. Genau, also das ist soweit das Zeug, was wir uns jetzt freischalten wollen. Wir benötigen jetzt aber ein paar Voraussetzungen dafür. Und zwar, um dieses Secret von Naxxramas freischalten zu können, müssen wir ein paar andere Erfolge erst machen. Und die finden wir unter Erkunden. Wir brauchen nämlich zwei Sachen. Als allererstes braucht ihr die Erinnerung an Sholomance. Da schaltet ihr die alte Version von Sholomance frei und das ist auch accountweit. Das ist so ein Rätsel. Ich habe ein Video zu gemacht. Das Video ist so eine Viertelstunde lang. Der Inhalt ist natürlich ein bisschen länger, was zusammengecuttet ist. Das braucht ihr. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, ich verlinke euch das Video. Das müsst ihr vorher machen, sonst könnt ihr hier nicht loslegen. Zweiten Erfolg, den ihr braucht, Schutz der Zitadelle des Schreckens. Mein Video dazu ist auch so eine Viertelstunde lang. Müsst ihr auch machen, sonst könnt ihr hier in Nax nichts mit den neuen Rätseln machen. Das braucht ihr auch. Um nämlich das Nax-Rätsel-Achievement abzuschließen, müsst ihr ins alte Scholo rein. Deswegen brauchen wir das Scholo-Achievement auch. Also die beiden braucht ihr. Dann können wir hier erst loslegen. Gut. Falls ihr die Achievements nicht habt, geht in die Infobox, schaut euch die anderen Sachen erst an. Sobald ihr das euch geholt habt oder es vielleicht schon habt, dann können wir jetzt hier weitermachen. Das allererste, was ihr braucht, erstmal, wir müssen nach Nax rein und in Nax wollen wir einmal in das Militärviertel und zwar hier auf den Koordinaten 55, 34. Und wenn ihr dort seid, dann können wir hier so eine kleine Box anklicken. Omarions, was stimmt da jetzt? Zweiter Leitfaden, den klicken wir an, können das looten. Und ihr seht, wir haben jetzt eine Quest. Und jetzt müssen wir die Quest zu dem Kollegen bringen. Und der ist im östlichen Pestländern quasi an der Kapelle des Hoffnungslosen Lichts. Und ich würde sagen, da sehen wir uns gleich wieder. So, dann sind wir an der Kapelle angekommen. Ich wurde vom Stream gerade darauf hingewiesen, es heißt hoffnungsvolles Licht, ne? Ah, seht ihr, der Kollege hat auch das Frostset an. Das geben wir jetzt einmal ab. Und jetzt hat er die Möglichkeit, dass man bei ihm schon mal ein Rezept kaufen kann. Weiter geht's jetzt hier in der Quest nicht. Jetzt müssen wir quasi zurück nach Naxxramas und die restlichen Seiten uns besorgen. So, Dalla, wir sind zurück einmal in Naxxramas und jetzt müssen wir quasi diese Seiten aufsammeln. Teilweise liegen die aber an Stellen, wo wir normalerweise nicht hinkommen und dafür müssen wir erst uns so ein Greifhaken-Item zusammenbasteln. Und wie wir das zusammenbasteln, will ich euch jetzt mal erklären. Ich habe mir das für ein anderes Rätsel schon geholt, dementsprechend kann ich euch jetzt nur noch grob die Sachen zeigen. Aber im Endeffekt braucht ihr drei Items. Ein Item kriegen wir im Konstruktionsviertel und zwar sind wir hier drin. Konstruktionsviertel in Naxxramas und dann, wenn ihr hier reinkommt, gleich nach rechts lauft, haben wir hier an diesem Auslass, würde ich jetzt mal sagen, ein Item dran, was wir anklicken können. Das können wir einfach anklicken und dementsprechend haben wir dann das erste von drei. Das zweite Item bekommen wir, wenn wir ein bisschen weitergehen. Und zwar müssen wir einfach hier in so einen Schleim reinangeln. Beziehungsweise ihr könnt eigentlich in jeglichen Schleim reinangeln in der kompletten Instanz. Ne? Da angelt ihr rein. Ich persönlich habe zwei Tries gebraucht. Mir wurde gesagt im Stream, dass ich Luck hatte. Es kann bei euch auch ein bisschen länger dauern, vielleicht, dass ihr 50, 60 Tries habt. Aber das geht eigentlich relativ zügig. Das ist das zweite Item. Und das dritte Item kriegen wir in einem anderen Viertel. Und zwar im Arachnoiden-Viertel. Und dafür müssen wir die Großwitwe umhauen. Und die droppt uns das dritte Item. Die droppt es auch zu 100%. Wenn ihr alle drei Items habt, könnt ihr die zusammenfügen. Kriegt dann ein blaues Item ins Inventar. Und das müsst ihr lernen. Das klickt ihr dann nochmal an. Und dann habt ihr quasi das Item gelernt. Und habt dann die Möglichkeit in ganz Naxxramas. Und ich vermute auch mit Twinks, wenn ihr das einmal gemacht habt, dann quasi diese Greifhaken-Dinger zu benutzen. Ne? Und da werden wir uns jetzt gleich ein paar anschauen und uns dementsprechend die ganzen Bücher holen. So, dann sind wir am ersten Spot von der ersten Seite. Und zwar befinden wir uns jetzt zwischen dem
Im Konstruktviertel ist das, genau. Und dem Achionidenviertel. Beziehungsweise wir können mal die größere Map aufmachen. Also quasi hier zwischendrin kann man durchschwimmen, ne? Und also ich wusste das auch nicht. Ich wurde gerade im Stream dafür belächelt, dass ich das nicht wusste. Aber da könnt ihr quasi unten reinschwimmen und da ist das erste drin. Heißt, ihr müsst erst zu Thaddäus durch und dann nach rechts rum. Oder ihr könnt auch von der anderen Seite quasi vom Achionidenviertel kommen. Ne, das würde auch funktionieren. Also man kann hier unten reinschwimmen und dann liegt hier schon mal der erste Zettel, verlorene Seite. Und das ist Seite 1 und 2. Also wir machen das jetzt quasi, ne, ist es nicht chronologisch. Ihr wisst, was ich meine. Also von 1 bis, weiß ich nicht, bis wie viel hoch. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt im Arachnoidenviertel. Und zwar gleich in dem ersten Raum hier drin, ne? Also da, wo es zu dem Anubarak-Verschnitt geht. Und hier in der Mitte ist quasi, ja, so ein zerstörtes Gebäude oder halt so eine Säule oder was das sein soll. Und da können wir einmal rein und das anklicken. Dann haben wir jetzt quasi Seite 3 und 4 so rum. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar jetzt ein Stückchen weiter hier runter. Hier nach dem, nach der Großwitwe haben wir hier ein paar Eier liegen. Und zwar zweimal ein paar bisschen abgetrennt. Und hier am linken von diesen Haufen haben wir quasi die nächste Notiz. Und das sind 5 und 6. Dann sind wir noch ein Stückchen weiter und zwar jetzt beim Endboss, der Spinne. Und hier in dem Raum können wir oben jetzt das erste Mal unseren Greifhaken benutzen. Ihr seht, ne, also über dem Eingang haben wir hier so eine Greifhakenmöglichkeit. Und da seht ihr, schießen wir das Ding hoch, haben eine riesen Armbrust in der Hand und können uns da einmal hochziehen. Wie gesagt, die drei Items braucht ihr ja erst und dann müsst ihr das Item, was ihr daraus zusammenbastelt, müsst ihr dementsprechend dann auch lernen, dass ihr die Haken benutzen könnt. Also ihr müsst dann kein Item im Inventar jedes Mal benutzen, sondern einmal das Item lernen, dann könnt ihr diese Greifhaken quasi mal anklicken. Gut, und hier oben, seht ihr, sind wir ein bisschen rumgelaufen, haben wir dann Seite Nummer 7 und 8. Jetzt sind wir wieder im anderen Viertel, und zwar Konstruktionsviertel. Und hier sind wir jetzt quasi nach Grobulus, ne? Also laufen wir quasi hoch und laufen noch nicht weiter zu Glut, sondern können uns jetzt vor der Röhre hier einmal mit dem Greifhaken quasi hier hochhuckeln. Ich weiß, na, wahrscheinlich von da unten kommt man nicht hoch, ne? Da wird man nicht sehen können. Und da können wir uns jetzt die nächste Seite holen und das ist Notiz 9 und 10. Ja gut, zurück komme ich jetzt hier nicht. Da müssen wir nochmal komplett hochlaufen, weil da ist dann auch das nächste Ding. Dann bin ich jetzt wieder hochgelaufen. Und zwar sind wir jetzt in dem Raum von Grobulus auf dieser Rampe. Und dort haben wir jetzt quasi hier auch wieder einen Haken. Da können wir uns einmal hochhackeln. Jetzt müssen wir da, glaube ich, ein bisschen rumlaufen. Irgendwo da hinten müsste es sein. Ah, genau. Seht ihr? Da haben wir dann nochmal so einen Zettel. Tauben wir einmal auf. Und dann haben wir Seite Nummer 11 und 12. So, Dola. Als nächstes sind wir jetzt einmal in der Röhre zwischen Grobulus und Glut. Und dort müssen wir quasi an die Stelle, wo es ein bisschen aufgebrochen ist. Und da können wir jetzt oben uns zu diesem Greifhaken hochziehen lassen. Und dann drehen wir uns um, haben nochmal einen Greifhaken, wo wir uns rüberziehen. Dann müssen wir einmal hier runterspringen, denn der ist zu weit weg. Einmal jumpen, landen hier auf dem Rohr, laufen ein bisschen nach vorne hin. Dann ist der nämlich in Reichweite. Dann müssen wir jetzt quasi zu dem da hinten. Der ist aber auch nicht in Reichweite, deswegen springen wir jetzt hier rüber zu dem anderen Rohr. Laufen dann hier hoch. Springen dann hier rauf. Ganz wichtig darauf. Springen dann hier rüber zum anderen Rohr. Und dann ist der hier in Reichweite. Ziehen uns einmal da hoch. Und hier hinten ist der Zettel. Ich sag's euch jetzt mal so, das ist nicht die erste Aufnahme, die ich hier mache. Ich habe 1-2 Tries gebraucht, also, ne, man muss ein bisschen gucken, wie man hüpfen muss, aber so schwer ist es eigentlich nicht. Gut, das war jetzt die Seite 13 und 14. Bruderle, jetzt sind wir weitergelaufen zum Raum von Thaddäus, ne, also hier hinten sind wir jetzt. Und da müssen wir uns jetzt auf der rechten Plattform, also wenn ihr reinlauft, lauft ihr die rechte Plattform hoch
und dann geht ihr hier ein bisschen hinter. Da haben wir nämlich hier einen Haken dran. Und vielleicht der ein oder andere, der jetzt schon den NPC fürs T3 geholt hat, der weiß, wo wir jetzt hingehen. Denn das sollte anscheinend der gleiche Spot sein. Und hier bin ich nämlich auch schon mal hoch, um quasi diesen NPC freizuschalten. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir uns einmal nach oben drehen. Dann können wir uns nämlich hier hochhackeln. Ah, da haben wir die verlorene Seite. Okay, also anscheinend müssen wir gar nicht bis zum NPC hoch. Hier anscheinend schon aufklauben. Ah, das ist Seite 15 und 16. Für den NPC, der ist da hinten, da muss man dann sich quasi hier noch rüberhackeln und dann noch einmal rüber und dann ist der NPC da hinten. Aber da habe ich auch schon ein eigenes Video zu gemacht. Gut, dann lass mal weiter. Als nächstes sind wir jetzt weiter ins Seuchenviertel. Und zwar gleich hier am Eingang haben wir diese Belagerungsmaschine und da haben wir dementsprechend den nächsten Zettel drauf. Seite 17 und 18 ist das. Dann haben wir jetzt den nächsten Boss einmal gekillt und zwar Not, der Seuchenfürst. Und hier ein bisschen weiter im Gang zwischen Not und Heigen. Und da haben wir hier so einen kleinen Kreis mit ein paar Pilzen, wie ihr seht. Also ich zeige euch mal, da sind wir quasi, hier sind wir quasi hergekommen, da geht's weiter. Und hier auf dem Pilz drauf, da liegt das Ding drauf. Ja, das können wir anklicken. Das ist Seite 19 und 20. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar bei Loatep. Den haben wir einmal umgebrezelt. Und dann vom Eingang nach links müssen wir an dieses kleine Tor ran. Und da können wir einmal das nächste Teil anklicken. Da haben wir Seite 21 und 22. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar müssen wir jetzt hier von Loatep hier auf die Brücke zurückgehen, da runterspringen, hier komplett langlaufen und da, wo Not der Seuchenfürst quasi oben am Balkon stand, da können wir so hinlaufen. Leider gibt es da von der anderen Seite keinen Greifhaken. Sprich, das müssen wir so machen und dann können wir hier quasi die nächste verlorene Seite holen. Können dann auch hier wieder runterspringen und an Anfang gehen. Und zwar haben wir hier dann Seite 23 und 24. Als nächstes sind wir jetzt im Militärviertel und hier haben wir jetzt einmal Instruktor Zuvius schon umgehauen und hinter ihm, hier in diesem ja, größeren Raum drin, haben wir so einen Greifhaken, also da kommen wir vom Boss raus und hier um die Ecke rum ist der Greifhaken hier oben und da ziehen wir uns jetzt mal hoch und jetzt müssen wir eine Weile hier entlang laufen. Wir müssen nämlich jetzt über dem Eingang zum nächsten Boss hin. Und ja, ich habe das schon ein bisschen abgesucht, also da scheint es anscheinend keine andere Möglichkeit zu geben, außer den Haken relativ früh zu nehmen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ganz an der Wand lang schubbern, dass wir nicht versehentlich runterfliegen. Und ihr seht, da hinten haben wir jetzt den Eingang zum nächsten Boss. Und da oben drauf müsste dann irgendwo unser Zettel liegen. Ah ja, wir sehen ihn hier schon. Jetzt noch gucken, dass wir nicht kurz vorm Loch nur absegeln. Da entlang. Also ihr könnt da mal gegen die Mauer laufen, dann geht er auf Nummer sicher. Dann könnt ihr da eigentlich so gut wie nicht runterfliegen. Gut, da müssen wir einmal jumpen. Und dann haben wir da den nächsten Zettel. Das ist einmal 25 und 26. Dann sind wir jetzt weiter zum letzten Boss hier im Militärviertel. Und zwar haben wir da die vier Reiter. Und jetzt müssen wir hier quasi hier in die linke Seite von dem Raum, wenn wir reinkommen. Und ja, also da kommen wir rein. Dann sind wir hier links dran und da an diesem Schleimbrunnen, würde ich jetzt mal sagen, oder Schleimwasserfall, je nachdem, haben wir dann Seite Nummer 27 und 28. Für die nächste Seite müssen wir ein bisschen zurück, und zwar sind wir jetzt immer noch hier im Militärviertel. Und jetzt sind wir wieder vor dem Instruktor Razuvius. Und hier haben wir, wenn wir da runterlaufen zur Rampe, gegenüberliegend einmal hier diese Ausbuchtung. Und da haben wir einmal so einen Haken dran. Und jetzt müssen wir wieder einen längeren Weg laufen, leider. Denn das Ding liegt auf der ganz anderen Seite, ne? Also da haben sie es schon wieder so gemacht, dass man maximale Distanz rennen darf. Zum Glück haben wir hier Sprint. Ja, einmal da ganz an der anderen Seite. Da müsste es irgendwo liegen. Muss man bloß aufpassen, ne, dass man jetzt nicht zu weit sprintet und da runterfliegt. Also, da haben wir es. Das ist jetzt Seite Nummer 29 und Nummer 30. Dann sind wir jetzt bei Razuvius wieder weitergelaufen und zwar hier hinten in der Ecke. Ja, gut, da ist die Ecke bei diesem Wagen, ne, wie ihr seht. Da haben wir dann einfach hier eins relativ easy dranlegen. Das können wir dann aufmachen. Und dann haben wir Seite 31 und 32. Und damit müssten wir eigentlich alle haben jetzt.
Dodala. Wir haben ja alle Seiten jetzt zusammen. Jetzt können wir zurück zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, dass ich es diesmal richtig sage. Also wieder hier in den östlichen Pestländern, ne? Und jetzt müssen wir wieder mit dem Typen anscheinend quatschen und ihm hier einmal die Seiten geben. Aktuell kann ich ja nur einen Teil holen, aber wenn wir mit ihm quatschen, können wir die ganzen Seiten abgeben. Und damit haben wir dann auch das Achievement und müssten jetzt einiges an Rezepten kaufen können. Ja, seht ihr das? Also da sind jetzt viele Rezepte. Die Rezepte kosten hier einmal Ehrenmarken der Agentumsdämmerung. Und so wie ich das gelesen habe, können wir die irgendwie umtauschen gegen die Steine, die wir hier haben. Ne? Also da muss ich jetzt aber nochmal gucken, wo das genau ist, wo wir die alle umtauschen können. Und die Rezepte, die wir jetzt hier kriegen, da haben wir dementsprechend dann die Möglichkeit, wenn wir die gelernt haben und uns die craften, beziehungsweise die könnt ihr quasi euch dann auch mal kaufen, wenn ihr jetzt da kein Craft-Char habt, also zumindest die fertigen Items, dann könnt ihr euch ein Set zusammenbasteln. Das hatte ich ja vorher schon mal gezeigt, das ist zum Beispiel das Lederset. Und wenn ihr das komplette Set voll habt, dann gibt es unter anderem auch noch eine, ich meine, Heldentat müsste das sein. Also ja, die zu craften macht dann nicht nur wegen dem T-Mox Sinn, sondern wenn ihr dann eine Heldentat noch mitnehmen wollt, ist das auch eine ganz nette Angelegenheit. Gut, für das kleine Achievement bzw. kleine Rätselguide soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.